Und herzlich willkommen zum Sonntagsvideo und zwar die Top-Brettspiele vom August. Ja, richtig. Wir haben jetzt September und jetzt wird es nochmal richtig schön warm, für die, die es warm mögen. Es gibt natürlich welche, die waren jetzt eigentlich froh, dass es ein bisschen kühler wird, ein bisschen entspannter. Und ja, jetzt geht's nochmal am Mittwoch auf 31 Grad. Ach du Heilige. Aber gut für die Kids, die können nochmal in den Pool springen und wir können dann langsam anfangen, unsere Brettspiele wieder rauszusammeln und mal auch eine Runde zu spielen, wenn es nicht ganz so heiß ist. Und darüber freue ich mich, weil am Abend hier zu sitzen und was zu spielen, macht natürlich mehr Spaß, wenn es ein bisschen dunkler ist, ein bisschen kühler ist und man nicht draußen sitzen möchte und die frische Luft genießen möchte. Ja, frische Luft sollte man immer genießen. Okay, fangen wir an mit den Top-Brettspielen und zwar haben wir einige dabei, die schon ein bisschen älter sind, aber die halt extrem viel Freude machen, wenn man die richtigen Leute hat. Und das hatten wir. Tja, besonders cool ist halt Crazy Words. Crazy Words gibt es in zwei verschiedenen Varianten, einmal die jugendfreie und die nicht jugendfreie Variante. Wir hatten es mit unseren, also mit meinen Kids gespielt und das war einfach genial, weil es hat Spaß gemacht, das war lustig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spielprinzip ist halt wirklich simpel. Wir müssen hier keine Worte kennen. Also wir müssen jetzt nicht die Ultra-Scrabbler sein, sondern wir können einfach Worte erfinden und müssen die auch erfinden. Wir können nicht irgendwelche Worte nutzen, die es schon gibt, auch nicht aus anderen Sprachen. Zumindest nicht, wenn man es nicht weiß. Also wenn man es jetzt nicht weiß, dass Hollywood das norwegische Wort für Fleischbällchen ist, dann ist das auch okay. Aber normalerweise erfindet man hier Worte zu besonderen Themen. Tja, die nicht jugendfreie Variante ist nicht ganz so heftig. Ja, klar, wenn man jetzt so überlegt, okay, ich habe hier ein paar Kids und ich möchte nicht, dass der Erotikdarsteller drin vorkommt, dann kann man halt die Karten mal raussammeln. Aber es gibt halt auch zum Beispiel Zombie, ja, der Zombie-Läufer oder sonst was, wie der denn heißt. Und dann sucht man sich aus seinen Buchstaben, aus 9 an der Zahl, halt das entsprechende Wort heraus. Und man muss es gut machen, denn man bekommt nicht nur selber Punkte dafür, sondern man bekommt auch, also alle anderen bekommen auch Punkte dafür, aber man bekommt natürlich mehr. Zum Beispiel sind wir 5 Leute und alle finden mein Wort heraus, bekomme ich 5 Punkte. Jeder andere, der das Wort herausgefunden hat, bekommt einen Punkt. Ganz klarer Fall, Spielregeln erklärt, unter 5 Minuten, das war's. Wir haben hier Karten, die verteilen wir und schieben die immer hin und sagen, welche Zahl oder beziehungsweise darunter ist die Zahl. Und wir vermuten einfach, welches Wort passt zu welchen Sachen. Tja, das kann auch der Eskimo, Schlittenläufer, Schlittenfahrer, sonst was sein. Die mexikanische Bohnensuppe, die man hier erfinden muss und alle müssen halt versuchen oder hoffen, dass das Wort von mir entdeckt wird, aber von den anderen nicht. Am Ende wird dann gewertet, wie viele Punkte man hat. Fertig ist das Spiel. Das Prinzip ist relativ simpel. Wir haben immer ganz viel Spaß gehabt, weil wir auch zur Berlin Brettspielcon das gespielt haben, beziehungsweise jetzt auch eigentlich einführen wollten, dass es das absolut wichtige Spiel ist, was wir zur Berlin Brettspielcon immer abends einmal spielen können. 3 bis 7 Leute können hier mitspielen, das bedeutet eine relativ große Gruppe. Man kann aber eigentlich das auch nochmal erweitern, wenn man noch ein paar Zettel mit Sachen, Karten, nochmal drauf hat. Nee, also ganz ehrlich, wir haben es auch schon mit 8 Leuten gespielt, das geht auch. Man muss einfach gucken, dass man halt die entsprechenden Karten mit den Zahlen noch hat. Ansonsten ist es eigentlich erweiterbar bis zum geht nicht mehr. Sehr lustig, wir haben viel, viel Spaß. Meine Tochter hat nur gelacht, die konnte sich gar nicht mehr einkriegen bei dem Spiel. Fand es einfach nur genial, was sie für eine Karte gezogen hat, was da drauf stand und was sie dann für ein Wort gelegt hat. Und da kommen manchmal Worte raus, die einfach genial sind und die einem auch wirklich im Gedächtnis bleiben. Obwohl ich da, jetzt muss ich sagen, das Spiel nicht mehr so feiere, weil wir es einfach durchgespielt haben ohne Ende. Ich glaube, wir haben es auch so ein Jahr oder anderthalb Jahre wirklich im Schrank liegen gehabt, weil ich war satt. Ich hatte keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen. Und ja, dann kommt irgendwann mal irgendjemand und man sagt, ey,
das ist das passende Spiel für euch. Da werdet ihr Spaß haben und dann spielt man auch. Und dann freut man sich auch, dass die anderen so viel Spaß haben. Es geht hier gar nicht ums Gewinnen. Meine Tochter hat komplett verloren. Sie fand es trotzdem super genial und hat auch gleich gesagt, dass sie das super gerne zu Weihnachten geschenkt haben möchte. Tja, mit so einen kleinen Freuden kann man seine Kinder glücklich machen. Deswegen Crazy Words wieder mal auf unserer Liste, weil es einfach ein richtig cooles Spiel ist. Und wir haben viele Leute gehabt, die Crazy Words gespielt haben und danach gleich gekauft haben. Wirklich richtig mega viele. Wenn ihr Crazy Words nicht kennt, dann bestellt euch die Box. Sie ist nicht teuer, sie macht unglaublich viel Spaß. Ihr werdet wirklich wahnsinnig viele Runden spielen. Ich kenne keinen, der Crazy Words nicht mag. Habe ich bis jetzt noch keinen kennengelernt. Gibt's mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist ein Spiel, das kann ich wirklich jedem empfehlen, der einfach auch mal Spielspaß haben will. Wir fahren, ja, oder sind gestern gefahren zu Freunden und nehmen Crazy Words mit, denn der Mann war arbeiten und da sagen wir, ey, da können wir ein ganz easy, lockeres Spiel mal auspacken. Es ist schnell erklärt, leicht gespielt, einfach eine Runde Spaß, muss man sich nicht anstrengen. Muss man sich nicht anstrengen, gilt nicht für Vor dem Wind. Ja, Vor dem Wind habe ich, wer gespielt gesehen hat, absolut gefeiert. Liegt daran, dass ich erstmal immer wieder begeistert von Spielen bin, die mich nicht begeistern würden. Hätte ich es jetzt im Brettspielgeschäft gesehen, hätte ich es nicht gekauft. Liegt einfach daran, ich finde das Artwork, ja, ist hübsch für ein Bild, aber nicht für ein Spiel. Das spricht mich einfach nicht an. Und wenn man hinten drauf guckt, sind da halt einfach nur Karten so ausgelegt und irgendwas mit Schiffen. Viel mehr hat man nicht verstanden, wenn man die Box anguckt. Und dann haben wir es aber geschenkt oder beziehungsweise in einer Lootbox drin gehabt. Und dann haben wir gesagt, cool, wir sind Brettspieler, wir testen das irgendwann mal und haben es dann jetzt endlich getestet. Und ich war wirklich wahnsinnig begeistert, weil der Mechanismus so genial ist. Das bedeutet, wir versuchen, Waren zu sammeln und mit den ausliegenden Schiffen wegzufahren. Da gibt es in der Auslage 5 Schiffe, wenn wir zu zweit spielen. Und wir versuchen halt unsere Schiffe mit den Siegpunkten sozusagen generieren. Wir müssen also Waren sammeln als Karten und dann verschiffen wir das Ganze. Und dafür bekommen wir die Siegpunkte, die auf der Schiffskarte stehen. So einfach ist das Prinzip. Leider nicht, denn wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, was wir für Karten ziehen aus einem Dreierstapel. Und da gibt es zum Beispiel einen Stapel, wo natürlich so ein Schiff auftaucht oder beziehungsweise wo man halt dann wegfahren kann. Man kann aber auch Waren holen. Man kann aber auch, Waren holen. Man kann auch was anderes. Ich weiß es nicht mehr. So lange ist es schon wieder her. Auf jeden Fall hat man diese 3 Stapel und man weiß ganz genau, okay, wenn ich dieses Schiff jetzt hole, mit dem kann man natürlich nicht wegfahren, aber ich kann mir dafür Geld holen, wenn ich diese Karten nehme. Das Geniale an dem Spiel ist, wenn ich jetzt eine Karte habe, die ich mir ausgesucht habe, können alle anderen Spieler, die mitspielen, darauf bieten und sagen, nee, stopp, die Karte hätte ich gern, ich gebe dir 5 Gulden, dann bekomme ich die Karte und man selber kann sich überlegen, ja oder nein. Die anderen dürfen aber auch mitbieten und sagen, ja, stopp, 5 Gulden, ich gehe hoch auf 7 Gulden. Und der Nächste sagt, naja, dann mache ich noch einen drauf, ich mache da 8 Gulden und du sagst, okay, ich verkaufe meine Karte für 8 Gulden. Dann ist der Spielzug von einem selbst auch vorbei, weil man hat Geld genommen, was man aber natürlich für spätere Züge brauchen kann, weil man will ja dann vielleicht auch mal eine Karte, die die anderen brauchen. Und das macht aber auch das Spiel zu was Besonderem, weil wir Karten kaufen von dem anderen. Der kann nichts dagegen tun, ja. Er kann auch sagen, nö, will ich nicht, ich will meine Karte behalten, dann muss aber der Spieler auch die Gulden geben. Ja, das ist der krasse Clou. Das bedeutet, wenn ich natürlich sage, ich möchte die Karte haben von dir, du hast sie gerade gezogen, ich will die aber haben, ich gebe dir 12 Gulden und der andere kann nicht zahlen, was bleibt dann übrig? Er muss sie abgeben. Ja. Wenn er natürlich die 12 Gulden aber hat und sagt, oh, die ist mir so wichtig, die Karte gerade, ich gebe dir 12 Gulden, hat der andere vielleicht schon 24 Gulden, 30 Gulden und ich selber habe vielleicht nur noch eine Gulde. Oder ein Gulden? Ja, ein Gulden, nicht eine Gulde. Dann wird es schwierig für die nächsten Züge, weil dann werden wieder Karten gezogen und es wird immer weiter so gespielt. Es ist krass.
durch diese Mechanik, die so simpel und gut gemacht ist, hat man hier ein, also ich sag mal, nicht aggressives Spiel, aber man hat schon die Möglichkeit, dem anderen immer wieder was zu versauen, über längere Züge hinaus. Und man kann dann versuchen, dadurch, dass man diese Züge so lange immer wieder unterbricht und kaputt macht, das Spiel für einen selbst zum Sieg zu fahren. Und das finde ich mega interessant. Es gibt viele Spiele, die können das über ein oder zwei Züge. Da kann man halt überlegen und sagen, oh krass, wenn ich jetzt das mache, dann kann der nicht beenden. Dann mache ich noch das vielleicht und dann beende ich oder er. Ja, aber hier geht es über 5, 6, 7 Züge und immer wieder kann man Karten klauen, kann man versuchen, seinen Zug endlich zu beenden, damit man das Spiel gewinnt. Mega cool. Es ist nicht teuer. Wer Ressourcenmanagement so ein bisschen cool findet, wer Karten halt auch cool findet und einfach auch mal so ein aggressives, kleines Spiel haben will, was wirklich gut auch zu zweit funktioniert, der sollte sich Vor dem Wind auf jeden Fall antun, weil ich habe auch gedacht so, ey, so ein Spiel und dann steht da 75 Minuten drauf. Das zeugt eigentlich immer schon von einem guten Kennerspiel, weil 75 Minuten ist eigentlich eine Zeitangabe, die nicht einfach für ein Familienspiel da ist. In den häufigsten Fällen nicht, weil die müssen relativ schnell gespielt werden. Sehr, sehr gut. Für mich beide Daumen hoch. Ich glaube, das ist das Top-Spiel, was ich in diesem Monat auch wirklich gespielt habe, wo ich einfach geflasht war, dass so ein geniales Spiel uns erreicht hat über Umwege und wir es nicht gekauft haben. Und da sind wir echt froh drüber. Ja. Eine Runde Kitchen Rush. Ja, kann ich nur anders, also niemals was anderes sagen. Ich finde Kitchen Rush einfach genial. Ich fand es schon damals sehr cool, aber dann gab es nur auf Englisch. Und jetzt endlich gibt es auf Deutsch das Ganze. Und ich finde Kitchen Rush hat so einen Charme, so eine coole Idee. Denn wir haben hier Meeple und die Meeple sind einfach nur Sanduhren. Und wir drehen die Sanduhr um, wenn wir irgendwo hingehen und dann läuft der Sand durch und wenn der durchgelaufen ist, können wir den wieder benutzen. Haben unsere Aufgaben, wir spielen hier kooperativ, wir sind zusammen in einem Team, denn wir haben ein Restaurant eröffnet. Und wenn wir dieses Restaurant eröffnen, brauchen wir natürlich auch Gäste und wenn wir Gäste haben, bestellen die auch was zu essen. Und das müssen wir dann in der Küche kochen und hoffentlich auch richtig kochen. Dafür haben wir nur gewisse Zeit, 4 bis 5 Minuten, kommt immer auf welches Szenario. Und da kommt der Clou nochmal rein. Wir fangen hier bei einem kleinen Step an mit einer Sanduhr. Und beim zweiten Szenario, wenn wir es denn geschafft haben, haben wir schon jeder 2 Sanduhren. Das bedeutet, wir müssen nicht nur darauf aufpassen, was unsere Sanduhren machen, sondern auch, was unsere Mitspieler ja an Sanduhren überhaupt da haben und was die gerade so da machen, weil wenn die gerade fertig sind mit Kochen, dann muss ich ja vielleicht auch mal kochen und endlich ist der Herd frei. Kann aber auch sein, dass ich mir erstmal Geschirr holen muss und was ich da eigentlich anbraten will, Gemüse und Fleisch und Käse und Brot, denn auf den Karten, die wir dort bekommen, wo die Gerichte drauf sind, da steht natürlich auch drauf, wie lange die Kochzeit ist und welches Menü ja eigentlich was braucht. Und das ist richtig, richtig gut. Es ist ein wahnsinnig gutes Familienspiel, weil man hier mit seiner Familie am Tisch sitzt und sehr gut miteinander reden muss, kurze Befehle geben muss, weil wenn keiner an der Tür steht und keine Gäste mehr reinkommen, dann gibt es auch keinen, der bestellt. Und das muss man absprechen, das kann man natürlich im Vorfeld absprechen, man kann es aber auch während des Spiels machen. Und dann gibt es auch schon das ein oder andere Gezanke und Gerangel, denn wenn ich in die Vorratskammer gehe und da ist nicht genug Essen drin, dann wird es schwierig. So wird jedes Szenario Stück für Stück immer schwieriger, dann kommen auch Gewürze rein, es kommt Geschirr rein, was schon dreckig ist, was wir noch abspülen müssen, wir bekommen irgendwann Trinkgelder und so weiter und so weiter. Wirklich richtig cool. Der Clou an der ganzen Sache finde ich eigentlich persönlich wirklich dieses aufbauende Spiel bis zu einem gewissen Grad, ich glaube 13. Szenario oder so, aber auch, dass das Spielbrett einfach nur an gewissen Stellen umgedreht wird und dann hat man wieder seine Meeple-Marker, wo man halt die Sanduhr raufstellen kann und dadurch weiß man auch, aha, auch hier hinten haben wir noch gar nichts zu tun am Gewächshaus, aber hier vorne müssen wir schon viele Aktionen machen.
richtig, richtig cool. Auch wieder so ein Spiel, wo ich, das war so auf der Spielemesse Essen 2019. Ja, 2019, genau. Das war das letzte Spiel, was wir gegriffen haben. Weil ich immer Kitchen Rush cool fand, aber auf Englisch wollte ich es nicht. Ich wollte es auf Deutsch haben. Und dann kam es endlich auf Deutsch und dann haben wir die letzten 45 Euro genommen und haben Kitchen Rush mitgenommen. Ja, und jetzt steht's hier. Sehr, sehr schön. Von schön kann hier nicht die Rede sein, denn hier kommt Raxen. Raxen ist ein Ableger im Grunde von Winter der Toten. Also Raxen gehört zu Winter der Toten, weil es diese Forschungsstation ist. Aber Raxen kommt hier als eigenständiges Spiel. Man braucht also Winter der Toten nicht, wenn man Raxen spielen will. Raxen ist diese Forschungsabteilung. Worum geht's eigentlich? Ja, ganz einfach, wir haben eine Auslage von Karten. Wir wissen aber nicht, was da drunter ist und wir müssen jetzt gucken, oder wir müssen versuchen, besser gesagt, also wir müssen nicht gucken, wir müssen versuchen, die entsprechenden Überlebenden herauszubringen. Denn wir, ja, es ist Raxen, also Winter der Toten, schon mal gespielt, Zombies. Und Zombies überfluten uns. Und wir müssen versuchen, weil wir halt besondere Charaktere sind, jeder hat einen, wir spielen kooperativ in dem Spiel, versuchen wir nun, die ganze Sache hier richtig hinzubekommen. Die Überlebenden zu sammeln und die Untoten rauszuschicken. Leider ist Raxen, dieser Verein, für den wir arbeiten oder auch nicht arbeiten, der ist so, dass er halt irgendwas im Hintergrund macht. Wir wissen nicht genau, ist der eigentlich gut, ist der eigentlich schlecht, hat der ein Serum oder nicht? Warum beeinflusst er uns manchmal? Warum will der irgendwas machen? Und das ist das Coole daran, wir haben hier Sonderkarten und wir haben auf unserem Board immer wieder Funktionen, die wir nutzen können, die wir aber danach blockieren. Das bedeutet, irgendwann ist unser Charakter alle, weil er kann nichts mehr tun oder wir haben halt Möglichkeiten, die uns nicht gefallen, deswegen lassen wir sie und dann können wir auch passen. Wir können dann nur unseren Charakter wieder komplett aufwerten und leer machen von diesen ganzen blockierenden Sachen, wenn die Nacht einbricht. Die Nacht heißt aber, dass die Untoten mehr werden. Wie machen wir das Ganze? Ganz einfach. Wir haben Funktionen auf dem Charakterbogen. Wir nutzen diese Funktion. Wir blockieren danach diese Funktion. Und anschließend, wenn wir wieder dran sind, müssen wir das ablaufen. Und alle blockierten Sachen müssen wir nutzen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir eine weitere Karte in das Raster legen. Verdeckt natürlich. Wir wissen also nicht, was da drunter ist. Es kann aber auch sein, dass wir nicht nur eine Karte aufdecken müssen aus dem Raster, sondern auch zwei. Tja, und wenn wir nun Überlebende aufdecken, dann ist es eigentlich relativ cool, bis zu einem gewissen Grad, weil dann kann das auch wieder was auslösen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, Untote auszulösen. Und wenn wir die nun umdrehen, sehen wir auf einmal, da steht, hast du zwei lilane Karten ausgedeckt, dann passiert das und das. Das darf uns nicht passieren, deswegen müssen wir überlegen, okay, töten wir mal einen oder nehmen wir die Funktion, dass wir halt unsere Überlebenden erstmal safen oder dass wir vielleicht Karten tauschen und so weiter. Das sind echt mega viele coole Ideen, Optionen, die man haben kann. Und dann gibt es halt bei diesem Ablauf, wenn wir irgendwelche Sachen auslösen, auch die Raxen-Aktion. Das bedeutet, wir nehmen eine Karte von Raxen, lesen die vor laut und dann gibt's vielleicht eine Möglichkeit, sie zu nutzen oder wir sagen, oh nee, komm, lass es sein. Oder vielleicht ist auch gar kein Charakter dabei, dass wir diese Karte wieder ablegen müssen. Das muss aber immer in dem entsprechenden Stapel sein, weil manche Karten von Raxen kommen wieder in den Zugstapel. Ja, und dann müssen wir wieder mischen und dann kann es ausgelöst werden, weil wir den zweiten oder den ersten Teil schon genutzt haben. Mega cool. Ihr merkt schon, das ist schon verzahnt miteinander. Nicht komplex, aber sehr verzahnt. Und das hat auch was damit zu tun, dass genau diese Sachen dann irgendwann mal ausgelöst werden müssen. Und wir uns auch im Team besprechen müssen, wollen wir Raxen denn eine Bühne geben? Denn mit entsprechenden Punkten wird Raxen immer stärker und immer mehr wird ausgelöst, was wir vielleicht verhindern wollen oder auch gutheißen.
aber dann werden wir wahrscheinlich nicht gemeinsam gewinnen. Denn wichtig ist, wir müssen alle Überlebenden aus dem gesamten Stapel rausbringen. Es darf keiner sterben. Boah, das ist richtig cool. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss es öfter mal spielen, dass man da auch reinkommt. Und das ist auch wirklich so diese Funktion. Diese Charaktere unterscheiden sich halt wirklich auch voneinander. In einigen Funktionen nicht, in anderen schon. Und das macht schon richtig Bock. Ein richtig schönes, cooles Spiel. Ein richtig cooles, schönes Spiel ist immer noch Flügelschlag. Ich weiß, fangen wir so an. Flügelschlag ist für mich nicht das allerbeste Spiel. Aber Flügelschlag ist ein sehr gutes Spiel, wenn man von der Arbeit kommt, wenn man was gegessen hat und dann sagt, ey, heute Abend, was haben wir Bock, noch einen Film zu gucken oder wollen wir noch eine Runde Flügelschlag spielen? Dann spielt eine Runde Flügelschlag. Es dauert nicht lange. Man hat so das Feeling von, oh, jetzt mache ich noch was Cooles. Die Funktion der Vögel, die man da hat, die sind einfach cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben das jetzt mit Sicherheit schon 20 Mal gespielt und es ist einfach schön. Es macht unglaublich viel Spaß. Beim letzten Spiel zum Beispiel habe ich einfach gedacht, ich gewinne. Ich war ganz fester Überzeugung, das wird mein Spiel, weil ich habe richtig coole Vögel, ich habe richtig gut gelegt, ich habe viele Eier raufgepackt und dann hat meine Freundin doch wieder gewonnen. Und ich dachte mir so, Und das bis zum letzten Zug habe ich nicht gedacht, dass sie gewinnen würde. Und das macht das auch wieder zu einem guten Spiel. Ja, natürlich, ihr habt vollkommen recht, das ist ein zufälliges Spiel. Was da für Karten ausliegen, welche Karten ich ziehe. Ey, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde das Spiel sogar besser finden, wenn man nicht mit Missionen spielt. Weil es gibt ja extra diese Aufgabenkarten, diese zwei, die man bekommt. Und die sind so random. Man zieht die, man denkt sich, was soll ich damit machen? Damit generiere ich 0 Punkte im Laufe des Spiels. Oder vielleicht habe ich mal Glück und bekomme 2. Und der Gegenspieler hat 2 Karten gezogen und die sind richtig mega cool. Und er hat schon die Vögel auf der Hand, die er dafür braucht, um seine Siegpunkte zu generieren. Das finde ich ehrlich gesagt nicht gut, nicht so schön gelöst. Da hätte man auch lieber 2 Stapel machen sollen. Einmal von den einfachen und einmal von den schwierigen. Dann hätte man jeder eine einfache, eine schwierige bekommen. Oder 2 einfache, 2 schwierige, dann hätte man sich selber nochmal überlegen können, okay, ich habe jetzt 4 von denen und ich suche mir 2 davon aus. Hätte ich wesentlich besser gefunden als diese Schwierigkeit. Ja. Ganz ehrlich, das ist eigentlich so die beste Lösung. Weil da sind manche Sachen bei, da steht ja auch die Prozentzahl drauf, die in dem gesamten Kartendeck sind. Und wenn da 14% steht, ey, ganz ehrlich, die findet man nie. Der Kartenstapel ist mittlerweile so riesig, weil die Erweiterung ist dabei. Die Europa-Erweiterung, wo Europa-Vögel sind. Und das macht keinen Sinn. Für ein wirklich gutes Spiel hätte man da noch mal ein bisschen Stellschrauben anziehen müssen. Aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Ja, und unglaublich viel Spaß macht dieser kleine Brocken Markgrafen von Valeria. Wir lieben die Valeria-Reihe und spielen wir auch mal ganz gerne. Ich muss immer zu meinem Leidwesen sagen, ich finde das Kartenspiel von Valeria echt schön, aber es hat so das ein oder andere, wo ich sage, ja, es ist halt eigentlich nur ein Familienspiel. Wir würfeln da Würfel und wir kaufen da was ein, wir kämpfen dann gegen die Monster, aber an sich ist es jetzt kein strategisch hochwertiges Spiel. Ganz im Gegensatz zu Markgrafen von Valeria. Denn bei Markgrafen von Valeria haben wir ein riesiges Brett. Wir haben Ausgangspunkte, wir haben Königreiche und wir können nun mit unseren Rittern, mit uns selbst, mit den Markgrafen Stärke bekommen und Monster töten, aber auch dadurch wieder Siegpunkte generieren. Wir haben auch eine Auslage, wo wir die kompletten, diese Zünfte haben, die wir hochleveln müssen, damit wir Siegpunkte generieren. Das ist immer da, das sieht man jedes Mal. Und es gibt natürlich diese Funktion, wie bei Valeria, bei dem normalen Kartenspiel, dass man halt einfach sieht, okay, ich habe die Möglichkeit, das und das zu spielen als Karte und die anderen dürfen im Anschluss das auch. Wichtig dabei ist,
In den Regeln muss man wirklich nochmal durchgucken, weil da steht, erst ich, dann alle anderen. Und ich dachte mir so, ja, aber das verstehe ich jetzt eigentlich nicht, weil meine Funktion ist ja schon gewesen. Nein, meine Funktion kommt dann nochmal und dann auch für alle anderen. Und das ist schon ein Knackpunkt, der wichtig ist. Wir haben mit Sicherheit 2, 3 Fehler gemacht, als wir Markgrafen von Valeria gespielt haben. Trotzdem im Resümee, im Endresümee hat man gemerkt, ey, das Ding hat Potenzial. Es hat wirklich viele, viele Sachen, die man erstmal beachten muss, wo man auch mal mit einem Schiff fahren kann, um wieder Ressourcen zu bekommen oder beziehungsweise auch Ressourcen auszugeben, um mit dem Schiff zu fahren und damit Gold zu machen zum Beispiel, damit man was kaufen kann. Und diese ganzen Sachen sind so krass wieder mal verzahnt. Schon alleine die Ressourcen. Die Ressourcen sind mega begrenzt. Sie sind auf dem Spielplan. Irgendwann können wir sie mal einsacken. Und wenn wir dadurch keine Wachtürme kaufen, bleiben die Ressourcen bei uns. Der andere Mitspieler hat dann echt Schwierigkeiten, an Ressourcen ranzukommen. Wir können dann mit unserem Markgrafen natürlich zu einem anderen Ort gehen und dort gucken, dass wir die Funktion des Ortes nutzen, um Ressourcen zu sammeln. Puh! Ja, ihr merkt schon, das ist gar kein einfaches Spiel, soll es auch nicht sein, aber wer jetzt sagt, oh mein Gott, ich möchte aber eher so in die Kenner- bzw. Expertenrichtung, dann seid ihr mit Markgrafen von Valeria genau richtig, denn hier kommt kein einfaches Spiel zutage, es ist ein Spiel, was anspruchsvoll ist und wo man sich wirklich 90 Minuten locker konzentrieren kann, obwohl hier drauf steht 60 bis 90 Minuten. Ich weiß nicht, wer in 60 Minuten das Ding durchspielen will, weil es ist einfach ein Brecher, der mit 2 Stunden eigentlich locker daherkommt. Ja, vor allem zu fünft. Ich möchte mal ganz ehrlich wissen, wer zu fünft 90 Minuten braucht. Niemals. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist cool, da habe ich Bock drauf, aber 2,5 Stunden ist nicht so meins. Tja, dann wird's schwierig, weil ich glaube, schneller kann man das Spiel nicht durchspielen. Und ganz ehrlich, das ist auch ein Erlebnis. Man muss darauf, ja, man muss sich die Zeit für dieses Spiel auch nehmen. Und es hat es auch verdient. Das waren alle Spiele, die mir im letzten Monat so richtig gut gefallen haben. Es gab noch ein paar Spiele, aber die, wo ich sage so, ja, muss ich nochmal spielen oder war zu der Zeit einfach nicht so cool wie Nemesis. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, war bei gespielt. Ich liebe Nemesis, aber wir haben es nicht zu Ende gespielt an dem Tag. Und da war einfach so, wo ich gedacht habe, nee, brauche ich nicht ins Video reinhauen. Das wäre gelogen. Das hat mir nämlich einfach gar keinen Spaß gemacht. Und deswegen ist es nicht in den Top-Listen. Wer also jetzt nochmal bei gespielt reinguckt und sagt, ja, warum hat er das denn nicht genommen, habt ihr eure Begründung. Das waren aber jetzt alle Spiele, die schon richtig gut waren und die auch wirklich Spaß gemacht haben, wo man wirklich viel Freude hatte und einfach die ich euch auch zeigen möchte, dass das hier wirklich so eine richtig gute Auswahl an Spielen ist. Ist natürlich Geschmackssache, ist ganz klar. Deswegen erkläre ich auch, was die Spiele so machen oder woran es so hapert. Dann könnt ihr entscheiden, ob das eine gelungene Sache ist oder nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, Daumen hoch und Abo wäre cool. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns! Mittwoch. Mitgespielt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, genießt das Wetter, euer Tigurio.